Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Der Captain Gojo, oder wie der heißt, Gonzo, nee, Gonzo war der Barkeeper. Jetzt habe ich den Namen von ihm, Bozo, glaube ich. Der tut mir irgendwie voll leid. Wird vom Rufus voll fertig gemacht, der Kleine. Lass Doc frei. Okay, der ist gut. Kommt's nicht in die Quere. Warte, den hier muss ich als erstes machen. Nee, den machen wir als zweites. Komm. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Lass Doc frei. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, was? Halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Tusche. Tusche. Bah, was? Bah, ey. Lass mal diese Andeutungen sein hier. Hier sind Kinder. So, okay, ich behalte dich im Auge. Ich behalte dich im Auge. Ach nee. Ich sitz doch nur hier. Eben. 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 Oh, ey, wenn Teil 2 mindestens genauso geil wird, ist das einfach Hammer. Okay. Doc, mit dem könnten wir auch nochmal plappern. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Ha, wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Normalerweise kann ich Besserwisser nicht ausstehen. Aber Doc ist ein feiner Kerl. Ja. Der will ein Pirat sein? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Zumindest lügt er wie einer. Ach nee, ey. Rufus, du bist einer. Was haben wir denn hier? Shisha oder was? So, Go liegt hier immer noch. Habe ich sie eigentlich schon mal angeklickt? Den Versuch war es wert. Ich glaube, jeder von uns hat jetzt gerade dasselbe gedacht. Donald Duck, was macht der denn hier? Nein, nicht nochmal. Was? Was? Okay, er hat immer nur 2 Varianten, zwei Versionen auf Lager. Okay, hier ist auch nichts mehr zu tun, können wir jetzt irgendwie reinigen. Da war wieder das Vieh. Da haben wir auch einen Bozos Schlüssel. Wo können wir den denn reinstecken? An seinem Keuschheitsgürtel oder was? So, hier haben wir aber auch nichts mehr. Auf dem ersten und zweiten und dritten Blick. So, Tür wieder zu. Da haben wir das Boot. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für... Achso, okay. Truhe, aha. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Naja, muss ja nicht unbedingt ein Pirat sein, um etwas zu verschließen, damit andere nicht drankommen. Nur so nebenbei. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Hey! Eiskalt. Dafür... Soll das jetzt echt von E.T. sein? Das Eichhörnchen fährt auf dem Fahrrad und vorne sitzt ihn was drinne. Achtet mal darauf hier oben. Ich guck mal hier weiter. Jetzt will ich es aber auch sehen. Da. Hier ist ein normaler Eichhörnchen. Gerade eben, da war irgend so eine E.T. vor Arsche. Nein, nicht wieder zumachen. Hä? Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Geil! Was für ein unnützer Krempel. Was denn? Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Da. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Ja gut, eine Drahtbürste. Oh, du machst mich fertig. Fettlöser und Drahtbürste. Damit bekomme ich jeden Datenträger sauber. Der verschrottet die jetzt und dann benutzen wir die. Das ist irgendwie ein bisschen offensichtlich. Ich gucke mal. Zuerst den Fettlöser drauf.
Ghouls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Hm. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Wu wieder sauber. Ich frag mich, ich glaube nicht, dass wir das wirklich hinbekommen. Sauber. Staubig. Aha, hier ist sauber, da ist staubig. Was haben wir hier sauber? Da haben wir einen Knopf. Das Ding bekommt sie im Gehirn geschoben. Oder hinter den Augen. Naja, ich muss mal ganz kurz ein bisschen leiser machen, weil jetzt kommt die Musik wieder. Ja, kann ich mir angucken? Nein? Nein. Dann machen wir es mal sauber. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das ist doch... Ach, komm, Rufus. Das muss noch nicht... Das muss... Was willst du denn jetzt von mir? Und wieso ist hier ein leeres Feld? Die Drahtbürste auf Golds Bewusstseinschip nur im absoluten Notfall. Entschuldige. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Du kannst auch nicht überspringen. Ich glaube, uns fehlt etwas. Und ich glaube, das, was uns fehlt, müssen wir als erstes benutzen. Problem ist, ich weiß nicht, was uns fehlt. Kontakte, der Chip und der Lesekopf. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Und das geht auch nicht. Gut. Ja, gut. Damit haben wir schon alle Möglichkeiten ausprobiert. Verlassen. Schade. War ja klar, dass es wieder nicht auf dem ersten Anhieb klappt. Echt schade, aber dann müssen wir halt noch was finden. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ja. Ach so, bin ich ja blöd, ey. Ach, jetzt sehe ich das erstmal richtig. Ach, das ganze Ding hier ist das... Oh, bin ich blöd. Tut mir leid, Leute. Das ist ja das ganze Boot. Habt ihr das gemerkt? Nein, ich weiß es nicht. Ja gut, das Ding habe ich gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, dass das Ding hier auf dem Boot steht. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Ach, jetzt wird mir auch einiges klar. Okay, machen wir weiter. Womit auch immer. Schade, ich glaube, wir müssen hier weg. Ein Harmbiper. Vielleicht würde mir wahrscheinlich... Entschuldige nochmal. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Hahaha. Vielleicht würde mir das... Ja. Ich werde... Nein, Mist. Ich sollte vor... Wer weiß... Machen wir. Hey! Ich glaube, das wird alles nicht funktionieren. Vielleicht... Nicht übel. Der hat den Fettlöser getrunken. Hoffentlich hat's geschmeckt, ey. Er sagte ja nicht übel, also ja, lecker. Ich sollte verweilen. Hey! Na gut, dann probieren wir es mal so aus. Hier ist es hell genug. Das Boot ist hell genug. Haben wir da drin vielleicht doch noch was? Guck doch einfach nochmal nach. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Dann machen wir zu. Ach komm, lassen wir einfach auf. Fertig. Warte mal, was haben wir denn da jetzt? Drahtbürste. Soll ich jetzt eben nochmal rein oder ab zum Kabelschacht? Ach komm, erstmal zum Kutter nochmal. Aber was soll ich hier? Ich hoffe, du hast nicht vor, damit die Datasette zu reinigen. Was? Damit? Also das wäre ja richtig dumm. Und wie? Aber so richtig. Und ich glaube, das werden wir irgendwann mal machen. Ich hoffe, du hast nicht vor, damit die Datasette zu reinigen. Was? Und? Fettlöser. Wäre das denn so schlimm, wenn Fettlöser da drauf kommt? Ich hoffe, du hast... Wäre das so schlimm? Komisch. Ich guck gerade mal hier nochmal. Ob wirklich alles hier weg ist, dann bin ich nämlich zufrieden und... Halt! Ha! Ja! Der sticht mir gerade ins Auge. Genau, was ich brauche. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir haben müssen.
Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Oh, zum Glück. Ich habe gerade gedacht, wir dürfen das nicht aufnehmen. Aber zum Glück sticht es mir gerade so im Auge, sonst hätte ich nämlich noch alles Mögliche abgesucht. Ach nee, du. Dann wollen wir mal, ne? Genau, was ich brauche. Ja, alles drei. Jo, 1, 2 und 3. Dann machen wir zuerst den Staubwedel, weil hier ist ja staubig. Kittebä, der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck, da muss ich wohl nochmal rüber. Und zwar mit dem Fettlöser. Was steht denn da jetzt? Fettig. Nicht gut. Ach, es verätzt natürlich. Jetzt ist da staubig und da ist jetzt auch staubig. Was passiert denn, wenn du jetzt über die Drahtbürste... Nur im absoluten Notfall. Ach so. Ja, ich dachte... Achso, ja, wieso soll... Ach, wieso wollte ich das denn jetzt machen? So, hier ist jetzt auch staubig. Ach, noch ein Fettfleck. Jetzt ist das hier auch wieder staubig. Aha, wir müssen gucken... Ah, wir müssen gucken, dass wir auch alles... Fettig, staubig, unfettig. Wieso ist hier nur fettig? Nein, das habe ich schon ab... Oh, oh. Fusselalarm. Staubig und fettig, staubig und fettig, staubig, fettig und verätzt sollte da stehen. Fettlöser. Nicht gut. Jetzt ist alles verätzt und was weiß ich nicht alles. Warte mal, hier ist nur staubig und verätzt. Staubig, fettig und verätzt. Ich hoffe, das gehört so. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Jetzt haben wir alles voll gemacht. Alles ist staubig, fettig und verätzt. Na dann, der Notfall. Wow! Hey! So gut wie neu. Rufus liebt Goal. Könnte noch woanders herkommen. Rufus Herz Goal. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Bitte, bitte sei ganz. Moment mal. Och nö. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, ne? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen. Wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos ha. Gravierend. Hat da jemand seinen Namen? Und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Oh. Muss ja. Oh nein. Das kann nicht gut gehen. Okay. Okay. Oh oh. Hallo? Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Ich habe dich gerettet. Direkt so. Ich habe dich gerettet. Also zeig mal ein bisschen mehr Dankbarkeit. Dein Implantat war kaputt. Das klingt vernünftig. Cletus ist ein Verräter. Das klingt auch vernünftig. Der Organon will Deponia zerstören. Klingt auch vernünftig. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Das ist... nee. Genug. Geredet. Boah, jetzt klicken genug geredet. Das war's. Nee, Cletus ist ein Verräter. Warte mal, dein Implantat war kaputt. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Hä? Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau.
Hat ein paar Kratzer drin. Aber was will der Opi denn jetzt? Wir waren das. Nicht er. Der hat gar nichts damit zu tun. Der hat sich nur angeguckt und sagte, ja, sie sollte klappen. Der hat doch gar nichts gemacht, hat er. Naja. Er hat uns ein wenig geholfen, aber nicht wir ihn. Also, na hier. Doc. Schleim dich mal nicht so ein. Das ist ein Verräter. Ach komm, jetzt machen wir mal, ich habe dich gerettet. Das werden wir sowieso irgendwann mal machen. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Oh. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Schlag auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Eigentlich kannst du dich an alles erinnern. Okay, Cletus ist ein Verräter. Dieser elende... Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Ja, wir haben sie auf unserer Seite, glaube ich. Okay, sie glaubt uns auch. Das ist ganz gut. Oh, hätte ja sein können, dass sie sagt, so Cletus? Nein, niemals. Und wo bin ich überhaupt? Oh mein Gott, was ist das hier? Ein Piratenschiff, ich muss weg. Ja, naja, und so weiter. Der Organon will Deponia zerstören. Ja, das hätten wir damit eigentlich schon geklärt gehabt. Aber okay, machen wir nochmal. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Ulysses, das ist der Typ im Fernseher, ne? Im Fernsehapparat, der da rumflog, glaube ich. Gucken wir mal weiter. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. ach komm, ey, das muss ich einfach machen, weil jetzt, ja. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du, ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Yeah, die ist ja cool drauf. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so mit uns kooperiert. Hätte ich ernsthaft nicht gedacht. Okay, ist sie denn jetzt wirklich so? Oder ist das jetzt einfach nur, weil da Kratzer im Implantat drauf sind? Ich bin mal gespannt. Wir sollten den Organonkreuzer kapern. Ich weiß nicht, wir wissen ja nur mal, wo der ist. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Was? Kann er denn wirklich fliegen? Ja, wir sollten Argus eine Falle stellen. Das finde ich eigentlich am besten. Das machen wir, frage ich jetzt auch mal. Oder ich sage es ihr. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen ja, wir den ja. Alarm. Und während du als Giraffe ja. verkleidet auf einem ja. riesigen Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach ihr. Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Die steht ja ganz schön zu uns. Aber die guckt doch so, als wäre sie wirklich so... So roboterhaft, so, guck mal, keinerlei Zuckung, wir bewegen uns wenigstens etwas, er auch, und er, keine Ahnung, er gafft einfach nur rum. Also, ein bisschen sieht die so aus, als würde sie nicht wirklich lebendig sein. Also, ich habe mir auch ganz anders vorgestellt, wie sie ist, aber naja.
Immerhin hat sie uns eine verpasst und unsere